So, wie wir, wo wir, 1, 2, 3, wo wir wieder beim Azimuts Haus wären. Tja, dann wohl wieder ab nach oben und ein paar neue Sachen ausprobieren. Die denn hier gesagt wurden von meinen lieben Zuschauern. Zum einen Turbozon raus und Wetter, Wetter, Wetter. Ganz klar, wir brauchen einen Blitz. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von. Tja, dafür hat man hier gleich Wind vor Ort. Na, es trifft sich vielleicht auch ganz gut. Was haben wir Neues, was wir mit dem Wind benutzen können? Den Lumpen. Na, warum nicht? Der Lumpen. Warum denn nicht den Lumpen benutzen? Da fällt mir immer noch ein, dass ich immer noch nicht weiß, wo die Gefängnisturmregion ist, wo denn dieser Wind kommt. Sehr, sehr seltsam. So, trage er uns fort, der Wind. Tja, schade, ne? Aber irgendwie war es zu erwarten. Trage er das Buzuli hinfort, der Wind. Tja, alles nicht so schau. Muss ich mit ihm reden, wenn der Wind kommt? Doktor, können Sie mir bitte. Zwecks Artenbescheinigung? Wahrscheinlich auch nicht. Wie hat das Horn? Ich bin ja immer noch fürs Horn. Aber das mag nicht so richtig funktionieren. Was doch auch nicht, weil hier zwischen kam ja mal einer und hat uns genervt. Oh nein! Und weg der Wind. Tja, so viel zum Wind. Naja, war ja bloß so eine kleine Zwischeneinlage. Wir wollen ja einen Blitz haben. Um etwas mit eben diesen zu probieren. Was aber so wahrscheinlich auch nicht klappen wird. Lokal ist mit einigen Niederschlägen im Freudenviertel zu Ah. rechnen, während der Blitz sehr bald in die Knastsackgasse einschlagen Sehr gut. will. Mehr brauchen wir nicht. So, Knastsackgasse war hier. Ne, hier war. Nicht die. Hier links, genau. Rechts, Gott. So, ist hier noch was drin? Nee, schade. Meteor. Ja, Blitzi. Haha, Blitzi. Wie schön. Jetzt mit dem Blitz und so. Haha. Hat gesagt, hier könnte man den Maiskolben eventuell benutzen, um Popcorn zu machen. Die Idee ist nicht so doof, aber da die hier eben in dieser Zubehörkiste ist, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Nee, leider nicht. Er sagte außerdem im gleichen Post, dass er wüsste, womit man sehr wahrscheinlich den Maiskolben benutzen kann, aber wollte es mir nicht verraten. Wie fies. Wie fies von dir, Blitz. Wie fies. Tja. Und ansonsten mit dem Blitz ist eigentlich nichts weiter zu benutzen. Den Rest hatten wir schon. Viel Neues haben wir nicht. Kann vielleicht Gedächtnis und dann Blitz und Idee und so, aber auch nicht. Schade drum. So, Vergangenheit, um dort zu gucken, wie der Blitz einschlug. Aber macht doch auch keinen Sinn. Und Diagnose. Die Diagnose ist, Rauchen verursacht Lungenkrebs und ist ganz doll böse. Tja, weg mit uns. Lass den Blitz doch einschlagen. Mir doch egal. So. Habe ich das schon probiert? Achso, ja. Vergangenheitspanorama kommt mir bekannt vor. Als Ausspruch meinerseits. Tja, das Horn. Schade. Der Lumpen. Unwahrscheinlich. Tja, so viel dazu. Wo wir gerade in der Nähe sind. Auf zum Laboratorium. Und dann hoch zur Ventiloplattform. Ansonsten, ja, viele Ideen bleiben nicht mehr übrig von den Zuschauern. Ja, ich muss irgendwie diesen Autisten irgendwie beglücken. Mit irgendwas, irgendwas Lustiges oder sonst was. So, der gute alte Sturak hat gemeint, dass ich hier den Müll einfach mal runterwerfen soll. Gucken, ob sich die Zensoren aufregen. Aber ich glaube, hier nach unten kann ich es gar nicht benutzen, leider. Könnte ich mit der Stadt benutzen.
Oder ansonsten meinte er einfach mal in den Ventilator schmeißen. Auf geht's. Ah, leider nicht. Tja, so viel dazu. Mit Rudolf selbst. Ist aber auch nicht zu machen. Tja, die Lumpenflug-Action. Die soll ja so auch nicht funktionieren, leider. Das möchte das Spiel leider nicht. Obwohl ich die Idee eigentlich ziemlich gut fand. Tja, ansonsten. Maiskolben mit mir selbst. Mit dem Ventilator. Leider nicht, leider nicht. So, dann geben wir die Ideen hier auch aus. Kann man den Schalter drücken, um vielleicht schneller zu machen oder auszuschalten? Nö, möchte gar nichts mehr machen. Schade. Schade, schade. Hier ist so ein Schlitz wie damals im Haus der Seligkeit. Tja, sonst gibt es hier nichts weiter. Wenn ich hier in die Oberstadt kommen könnte, dann würde sich da wahrscheinlich auch ein bisschen ein paar neue Sachen erschließen. Aber das möchte auch nicht funktionieren. Na dann zum letzten Tipp. Der Riege. Dazu müssen wir in den Thronsaal. Und die Vergangenheitsformel mit dem Safe benutzen, denn die Zeit ändert ja alles. Und vielleicht eben auch sehe ich dann, wer diesen Code geändert hat. Oder ich kann den Code in der Vergangenheit eingeben oder sowas. Achso, mit Drohne, ne, klar. So. Und anscheinend ist es das nicht, denn hier unten steht wieder ein Platzhalter, die 7. Und wenn das hier richtig wäre, dann müsste das ja mal jemand in der Endversion benutzt haben. Und das hat anscheinend niemand. Sonst wäre die 7 aufgefallen, nehme ich mal stark an. Tja. Das bringt mich zur seichten Überlegung, dass ich gar nichts mit diesem Safe benutzen soll. Tja, sondern ihn einfach bloß anklicken kann im Maximalfall. Oder halt den Code eingeben, der aber leider nicht funktioniert. Tja. Schade, schade. So, jetzt fange ich mal an, die Formeln mit den Weisen selbst zu benutzen. Zum Beispiel hier Diagnose. Leider nicht. Tja, Vergangenheit. Oder die Idee. Oder die Idee. Oder die Vergangenheit. Und zu guter Letzt die Diagnose. Der war auch irgendwie leider anzunehmen. Reden wir nochmal mit dem Kraftweisen hier. Nehme an, edler Würdenträger, dass Sie der Weise der Kraft sein müssen? Leider habe ich nicht mehr Kraft als ein gewöhnlicher Sterblicher, seitdem ich meine Energiesilbe verloren habe. Hat uns aber nicht verraten, wo. Haben Sie eine Idee, an welchem Ort sich Ihre Energiesilbe befinden könnte? Oh ja, das weiß ich. Sie ist eingesperrt mit dem Staub des unbekannten Butzuk in diesem Tresor, der durch einen Zahlencode geschützt ist. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es etwas, womit ich Ihnen behilflich sein könnte? Verlorene Mühen. Der Zeitenweise sagt, man müsse in die Vergangenheit gehen, um den Zahlencode bei seinem Besitzer zu suchen. Ja, das tat ich. Ich nehme an, edler Würdenträger, dass Sie der Weise... Ach, verdammt. Na, weiß ich, wie es weitergeht? Es geht nicht weiter. Passt auf, ganz einfach. Vielleicht ist das ja wirklich Teil der Geschichte, dass das hier nicht funktioniert, dass ich testen muss, dass es nicht funktioniert. Deshalb, zack, hier hin, in die Vergangenheit zurück. Und vielleicht fragt er dann, warum der Code nicht funktioniert. So einfach kann es doch sein. Warum denn nicht? So. Vergangenheit. Ich bin gespannt. Ich hoffe es. Inständig. Ich mach's nimmer lang. Es ist bald aus. Aber ich zähle auf Sie, um aller Welt zu berichten.
ein Horror hier stattgefunden hat. Keine Angst! Ich schwöre, dass eurem Volk Gerechtigkeit widerfahren wird! Tja, so viel dazu, ne? Ich mach's nimmer lang. Tja, so viel wirklich dazu. So ein Mist aber auch. Die Formeln nützen auch nichts. Ich hab von dem ja, denke ich mal, alles, was ich brauche. Brauche eine Brille? Nein. Macht auch keinen Sinn. Dass ich ihn hier irgendwie verunstalten kann. Den alten Mamaluk. Und was ist mit dem Bildhauer eigentlich? Guckt ja einfach bloß. Oder ist mit dem auch noch was zu machen? Ja, stimmt, Bruder. Mit einer Brille würde er ganz schön dämlich aussehen. Tja. Nichts weiter mit ihm zu tun. Da braucht eine Rüstung. Passiert auch nichts weiter. Häuser. Der Bildhauer. Hier liegt nichts weiter rum. Ein Dreizack. Ein Dreizack. Na Mensch. Wenn wer den nicht gebrauchen kann, dann weiß ich auch nicht. Schön. Neues Item. Hey, 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 hey. Hat sich da mal gelohnt. So, mal gucken, ob das Spiel abstürzt, wenn ich hier in der Vergangenheit das Transporter zu Ton benutze. Vorher speichern wir. Denn wir haben einen Dreisack gekriegt. Hoho. Hey, ja.